herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Actors and Mind Podcasts. Mein Name ist Maike Döhling, ich bin Mindset- und Karrierecoach für Schauspieler und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute freue ich mich ganz besonders, ein neues Interview mit dir zu teilen, denn ich habe endlich mal einen Mann zu Gast bei mir im Gespräch und es hat mir wirklich ganz große Freude bereitet, dieses Gespräch mit dem so humorvollen, inspirierenden und erfahrenen Schauspieler Philipp Brenningmeier zu führen. Philipp ist ein niederländischer Schauspieler, der in England und Deutschland aufgewachsen ist und lange in den USA gelebt hat. Und heute sprechen wir über seine Karriere, über seine Anfänge am Theater, über Drehen in den USA und Deutschland und darüber, welche Ängste er hat und wie er damit umgeht. Außerdem erzählt er uns, was ihn an Marlon Brando so inspiriert und noch ganz vieles mehr. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute zu Gast habe ich den Schauspieler Philipp Brenningmeier und ich fühle mich sehr geehrt, dieses Gespräch mit dir führen zu dürfen. Herzlich willkommen im Podcast, Philipp. Also vielen Dank, ich freue mich sehr. Ja. Ja, ich habe jetzt bewusst darauf verzichtet, deine ganze Karriere vorzustellen, weil ich glaube, ich kann das gar nicht so gut zusammenfassen und weiß wahrscheinlich auch gar nicht, was da jetzt die wichtigsten Punkte waren. Möchtest du dich vielleicht einmal selber vorstellen und ein bisschen deine Karriere uns vorstellen? Aha, okay. Wie du sagtest, ich bin ja Schauspieler. Ich habe damals, als ich so 26 war, habe ich mich für die Schauspielerei irgendwie entschieden und wohnte eine Zeit lang in Paris und bin dann nach London und habe da studiert. Mhm. Also meistens mehr so Workshops genommen und dann habe ich unheimlich viel Theater da in London gemacht, so Fringe Theater. Mhm. Und habe dann auch viel Auditions gemacht und habe meine Frau in London kennengelernt und bin nach New York und habe dann weiter studiert, hatte die Möglichkeit, da weiter zu studieren, habe dann auch Theater gemacht. Und dann wollten wir eine Familie bilden und wir sind dann nach L.A. Mhm. Und habe da weiter dann studiert und Auditions und alles. Ja, und jetzt bin ich 2017 nach Berlin gezogen mit meiner Frau und arbeite weiter als Schauspieler hier in Berlin, Deutschland. Bis 2017 habt ihr in L.A. gewohnt? Ja, genau, von 2004 bis 2017, ja. Okay, und du hast ja gerade gesagt, dass du, mit wie vielen Jahren bist du zur Schauspielerei gekommen? Ich war 26, also doch ein bisschen später, okay. Finde ich. Ja, ja. Und was war davor? Also wie kamst du dann zur Schauspielerei? Ja, davor war eigentlich so rumtingeln so ein bisschen. Ich war nicht so sicher, was ich machen sollte. Ich habe noch eine verlagskaufmännische Lehre bei der Rheinischen Post in Düsseldorf gemacht. Mhm. Und ich hab's gemacht, weil mir wurde es empfohlen. Ich wollte eigentlich Musiker werden und konnte ein bisschen Gitarre, aber irgendwie die Musikerwelt habe ich irgendwie, war schwierig für mich irgendwie da reinzutappen. Mhm. Und dann hat jemand, oder vielleicht war das meine Idee, vielleicht Music Management zu studieren. Und da war ich in England bei ein paar Plattenfirmen und es hat mir irgendwie gefallen. Und dann sagte jemand, wäre doch gut, wenn man in Deutschland... Ich glaube, ich bin nach EMI oder irgendwie eine Plattenfirma in München und die haben mir gesagt, ja, wenn sie, sehr deutsch eigentlich, wenn sie in die Musikwelt rein wollen, also das Music Management, dann sollten sie irgendwas, eine Lehre machen beim so eine Verlagslehre, das ist ja so Verlag und Publishing und Musik und so. Und das habe ich dann bei der Rheinischen Post gemacht. Und dann bin ich noch aufgenommen worden. Edinburgh gab es damals, das ist jetzt Mitte 80er Jahre, gab es so einen Musikmanagement-Kurs an der Universität da. Und da bin ich angenommen worden. Und kurz bevor ich da angetreten bin, habe ich gedacht, so scouten und so toll, aber ich würde doch lieber auf der Bühne sein. Eigentlich wollte ich Rockstar werden. Mhm. Also. Und da war ein Problem und dann habe ich es abgesagt. Mein Vater war enttäuscht. Ich bin dann nach Paris. Und komischerweise in meinem Leben ist das so schon, dass Leute mir irgendwie Tipps gaben. Und dann habe ich so einen Typ kennengelernt und der war so filmnah.
Und er sagte zu mir, du willst auf der Bühne stehen, warum machst du nicht Schauspielerei? Hm. Und dachte ich, ja. Und ich bin ja auch so ein bisschen so ein Filmbuff und liebe, aber mit der Schauspielerei hatte ich mich noch nie irgendwie auseinandergesetzt. Und dann mit 26 bin ich nach England und habe versucht, dann in diesen großen Schulen da reinzukommen. Mhm. Bin auch zu ein paar Auditions gegangen bei RADA und Drama Center und Lambda. Und man musste so einen Monolog vorführen. Und das habe ich, so einen Monolog von Laurence Olivier in Richard III gelernt. Habe das total nachgemacht. Wobei, als ich da bei den Cast oder bei den Auditions war, habe ich nach einer Minute wusste ich den Text nicht mehr. Ne? Ich hatte so viel Angst. Und dann bin ich zu Strasbourg gegangen. Mhm. Und da muss man keine Audition machen und so. Und da habe ich erstmal studiert, so 2-3 Mal in der Woche. In London? In London, ja. In einem Zimmer. Da war ein Zimmer da. Wow. Es gibt Lee Strasberg in New York und L.A., so größere Schulen. Aber in London, das war ein Zimmer. Ungeheizt. Und da musste man schauspielern. Also war schon ein gutes Training in dem Sinne. Da waren auch nicht viele Props oder nicht viel. Da war ein Tisch und 2 Stühle. Ne? Ja. Wieso bist du nach England gegangen? Also, weil du hast ja zu dem Zeitpunkt in Deutschland gelebt, richtig? Ja. Und genau, warum hast du dich dann für England entschieden und warum bist du nicht in Deutschland geblieben? Ja, ist eine gute Frage. Ja, ist mir nie in den Kopf gegangen. Ich glaube, England, weil, also Englisch ist schon meine Muttersprache. Mhm. Aber ich hätte auch irgendwie an der deutschen, ich wusste nichts von Schauspielerei, nichts und auch von Schulen nicht und auch von Coaches nicht und von allen nicht. Ich glaube, ich bin nach England, meine Eltern sind da wieder zurückgezogen. Ach so, du bist in England geboren. Ich bin in England geboren, ja. Habe da 10 Jahre gelebt, mhm. Und dann sind meine Eltern nach Düsseldorf gezogen, habe da 10 Jahre gelebt und als ich mein Abi machte, sind meine Eltern wieder zurück nach England. Mhm. Und vielleicht bin ich deswegen, aber ich muss sagen, wir haben auch in der Zeit, in der ganzen Zeit, wo ich in, wo wir in Deutschland lebten, haben wir nur englisches Fernsehen geguckt. Und deine Eltern sind aber Niederländer? Ja, sind Niederländer. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja, ein bisschen kompliziert. Okay, ja. Dann warst du in London und hast da studiert und dann hast du deine Frau kennengelernt und seid ihr nach L.A. gegangen und dann hast wir sind nach New York erstmal. Nach New York und da hast du dann weiter studiert. Ja, und da habe ich, also ein anderer, so Strasbourg war mehr so Strasbourg, Stanislavski. Ich meine, es ist alles auf Stanislavski basiert. Aber Strasbourg war mehr so emotional memory und sense memory and private moment und all diese Sachen. Und in New York habe ich dann Meisner studiert bei William Esper. Und der war so, ich meine, der Meisner hatte mehrere Assistenten, aber das war ein Assistent von Meisner oder so ein Lehrer, der von ihm irgendwie trainiert wurde. Und da habe ich 2 Jahre bei Esper dann studiert. Und wie war dann dein Schritt ins Business? Also wann hast du deine ersten Jobs bekommen? Also ich hatte schon in England, als ich da bei Strasbourg studiert habe, habe ich irgendwie da, ich meine, da sind so viele kleine Theater und das war mir klar. Ich meine, ich hatte schon Angst, habe ich immer noch so ein bisschen Angst zu performen und so. Und ich dachte, da war ich schon sehr klar, wenn ich diese Angst überwinden will oder dann muss ich so viel wie möglich auf den Brettern stehen oder und Theater machen. Und da habe ich unheimlich viel Theater gemacht. Und wenn man da in diese Scene drin ist, dann wird man immer wieder gefragt, hey, hast du Lust, bei uns mitzumachen und so. Da war nicht viel Bezahlung. Und das sind ja so Fringe-Städte, sind meistens in den Pubs drin, ne? Oben oder unten. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber es ist voll. London ist voll davon. Aus dem Film kenne ich es. Okay. Aber es ist echt toll. Es ist echt toll. Ich meine, hier in Deutschland ist das ja alles so, also von der Regierung, ne? Oder von den, oder diese ganzen Theater, ja, große Theater. Die großen, ja. Ja, in England gibt es schon, aber es gibt tausende von diesen kleinen Theatern, was natürlich toll ist. Okay, und wolltest du, aber du wusstest, dass du zum Film willst? Ich muss sagen, als ich da studiert habe, die Leute, mit denen ich studiert habe, die meisten haben sich schon da groß in ihren Namen da in Lichtern gesehen, ne? Und irgendwann mal einen Oscar gewinnen oder irgendwie. Ich hatte sowas nie irgendwie. Ich weiß nicht, was ich jetzt finde. Was war deine Motivation? Vielleicht cool zu sein? Keine Ahnung. Irgendwas war, ja. Leider ist das nicht so sehr tiefgründig, aber das ist eine super Frage. Vielleicht war es auch einfach nur so ein Drang. Also ich weiß noch, am Anfang, als ich bei Strasbourg in London war,
Da bin ich erstmal angenommen worden und dann musste ich hin und war 3 Wochen, ich habe bei meiner Schwester gewohnt und 3 Wochen lang bin ich nicht hingegangen. Aber ich habe so getan, als ob ich da hingegangen war. Ich war totaler Angst. Und dann abends hat meine Schwester mich immer gefragt, wie war es? Ja, war super. War echt super. Ja, was macht man denn da? Ja, das ist viel zu erklären. Also nach 3 Wochen habe ich mich endlich dahin getraut und ich weiß noch, in der 2. Woche oder so sagte der Lehrer zu mir, ja, du solltest mal eine Szene machen. Ich so, eine Szene? Okay. Ja, mach doch mal was von Death of a Salesman. Du spielst Happy und wie heißt der andere? Happy and... Ich sag, Biff. Nee, nicht Biff. Ist egal. Happy und wer... André, weiß nicht, Andrew, komm mal rüber. Du machst das mit Philipp. Du spielst dann den anderen und ihr... Und ja, und dann habe ich mich mit ihm irgendwie unterhalten und habe gesagt, was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben hier diese Szene. Ja, was machen wir? Ja, das musst du jetzt erstmal auswendig lernen. Und so, okay, ich lerne das eben auswendig. Und dann, was machen wir? Ja, und dann machen wir Rehearsals. Und dann in 2 Wochen oder sowas tragen wir das vor hier in der Klasse. Ich so, oh Gott, echt? Und irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ich weiß es nicht, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber ja, und dann haben wir das vorgetragen. Und der Typ hat sich... Der hat Brando, der war ein kleiner Brando, der fand Brando super und der hat mich total in Brando und dann war ich erstmal 2 Jahre lang Brando-Fanatiker und habe eigentlich angefangen, die Schauspielerei zu lieben durch Brando, muss ich sagen. Der Brando war der Katalyst. Aber weißt du, was ich spannend finde, dass du, weil was mir zum Beispiel damals im Weg stand, war, dass ich so ein ganz konkretes Ziel hatte und dadurch so einen Ehrgeiz entwickelt habe und das war irgendwie zu viel und bei dir kommt mir gerade so rüber, so eine Unbekümmertheit irgendwie auch. Ja, du drückst das nett aus. Ja, kann sein. Aber ein bisschen unfokussiert. Aber das Gute war, ich gehörte irgendwo hin. Das war's. Ja, ja. Das ist vielleicht mit dem Theater und mit dieser Schule da und jeden zweiten Tag dahin. Und die Klassen, da war Tai Chi und ich habe alles gemacht und hatte richtig so einen Stundenplan. Und das habe ich sehr gemocht, mit 26 wieder in der Schule zu sein. Ja. Und rumzugammeln und hier zu reden und da und dann rumzuhängen. Ja. Jetzt hast du ja eine Karriere von 20 Jahren, glaube ich, hinter dir schon. Was waren so rückblickend für dich die Ups and Downs? Oder gab es überhaupt welche? Oder ist das so vor sich hingeflossen? Nee, wenn ich jetzt von London denke... Also diese Stücke zu, diese ganzen Theaterstücke. Und es wurde auch besser, als ich dann, bevor ich nach New York gegangen bin, habe ich schon ein paar super Stücke gemacht, in renommierten Theatern gemacht. Aber die Ups und Downs waren, auf jeden Fall die Angst, da auf die Bühne zu gehen. Das war bei mir sehr stark. Und wie bist du damit umgegangen? Also nicht strategisch, leider. Ich bin kein Stratege. Also es wäre gut, wenn ich, wie gesagt, habe ich viel Tai Chi gelernt und Yoga und so. Aber ich weiß nicht, wie ich das irgendwie durchgehalten habe. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt weniger geworden ist. Aber ich musste es machen. Und das habe ich ja von einem von deinen tollen Podcasts wieder mal gehört und auch viel gelesen. Ne? Wenn du Angst hast, da musst du rein. Ich habe auch schon mal gelesen von irgendeinem Künstler, der sagte, man sollte jeden Tag müsste beängstigend sein. Wahnsinn. Ja. Und deswegen habe ich es gemacht. Also wenn du mir sagst, das musst du machen, dann, oder ich fühle leider, wenn ich so meine innere Stimme sagt, das musst du machen, sehr oft denke ich, scheiße, ich wünschte, meine innere Stimme hätte das nicht gesagt, weil ich weiß, dass ich es machen muss. Aber das ist halt die Komfortzone, also raus aus der Komfortzone. Wenn man es nicht macht, dann bleibt man halt da, wo man ist. Ja, aber es wäre auch schön, ist interessant, weil wenn ich da bleibe, wo ich bin die ganze Zeit, dann werde ich auch, nicht, das Wort depressiv ist das Falsche, weil ich glaube, zum Glück habe ich mit der Depression nicht so richtig was erlebt, wie schlimm das auch sein kann für andere Leute, aber es ist schon keine schöne Situation drin zu sein, wenn man sich nicht bewegt. Oder wenn ich mich nicht bewege, da läuft es bei mir nicht so gut. Leider, ich sehne mich immer danach, mich nicht zu bewegen. Und wenn ich weiß, irgendwie ein Tag kommt, wo ich nichts machen muss, super. Aber innerhalb der ersten Stunden ist es schon problematisch.
Ja, aber also das ist ja bei mir genauso. Mhm. Ich sehne mich auch danach, mal eine Zeit zu haben, wo ich einfach mich entspannen kann. Aber wirklich weiter geht's mit mir oder mit, wirklich wachsen tue ich ja nur, wenn ich die Dinge mache, vor denen ich auch so ein bisschen Angst habe. Total. Ich meine, allein das mit dem Podcast starten, davor hatte ich auch ein bisschen Angst, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich muss es machen. Und ich glaube, das war so ein bisschen bei dir. Ja, es ist so. Aber wenn ich jetzt durch die Jahre gucke, ist die Angst eigentlich nie so richtig weniger geworden. Und man denkt natürlich, so oft du es machst, so mehr geht deine Angst weg. Mhm. Das ist bei mir nicht so richtig der Fall gewesen. Und ich merke jetzt, und das habe ich jetzt in den letzten Jahren gemerkt, dass die Angst eigentlich meine Technik ist, leider. Mhm. Und ich brauche sie, weil, ich habe das sehr oft gehabt, wenn ich irgendwie eine Szene gedreht habe am Drehtag und ich hatte sehr viel Angst und war nicht in mir selbst drin irgendwie und sehe das später im Fernsehen, dann ist das meistens doch okay. Und die Szenen, wo ich da mich sehr gut gefühlt habe, warum auch immer, weiß ich nicht. Der Text war einfach und irgendwie ging das irgendwie und ich war auch mental gut drauf. Dann sehe ich das nach im Fernsehen und da fehlt was. Vielleicht ist man dann nicht weit genug außerhalb seiner Komfortzone oder so. Ja, da ist irgendwas. Ja. Und ob das jetzt universell für jedes so sein muss, weiß ich nicht. Aber ich glaube, für mich leider, aber ja, brauche ich das. Interessant. Ja. Bei mir war es halt früher so, dass ich, also mich hat die Angst, manchmal hat Nervosität mir auch geholfen, aber manchmal hat die Angst mich halt blockiert und ich glaube, dann ist es... Ja, mich auch. Ja. Also wenn sie richtig blockiert, aber ich meine blockieren, ich bin sicher, dass da Szenen sind, die, oder vieles von dem ich mache, wo die Angst irgendwo da drin steckt und da ist auch vielleicht eine Blockade, aber am Set, man kann ja nicht weglaufen. Man kann nicht sagen... Jungs, ich habe zu viel Angst heute, tut mir leid, tschüss. Ciao. Das geht nicht. Also da muss man durch. Ne? Ja. Und das war auch mit Theater so. Mhm. Wie oft, also bin dann morgens aufgestanden und hatte schon Fieber für die Vorstellung am Abend. Und ich kenne auch ein paar Schauspieler oder ich höre oft, das ist so, aber dann, wenn man auf die Bühne geht, dann geht das weg. Bei mir geht das nicht unbedingt so weg. Das ist schon Wahnsinn. Schon Wahnsinn. Das ist ja so mit der Angst, also mit meiner Angst. Ich habe ja von vielen Schauspiellehrern mitgekriegt, dass man die Angst nutzen sollte oder benutzen sollte. Mhm. Und das war bei mir oder hat bei mir nicht so richtig geklappt. Mhm. Aber dann habe ich irgendwie von einem Schauspiellehrer, also er hat mir gesagt, dass wenn du Angst hast, dass jeder Charakter irgendwo... Ich meine, ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich mit dem Charakter angehe, mache ich den Fehler oder ich möchte ihn, weil ich so viel Angst habe in meiner Arbeit, möchte ich jeden Charakter als selbstbewussten, klaren, netten Mensch darstellen. Und ich denke, ich spiele ja jetzt gerade so einen Colonel, der ist ein Befehlshaber von einer Armee, der ist selbstbewusst und klar und er weiß, was er will und so. Und das stimmt ja nicht. Der kann ja auch Ängste haben. Mhm. Ich meine, wir haben ja alle Ängste. Und wenn ich irgendwie Angst habe, als Performer, als Künstler, wenn ich da in die Rolle reingehe, dann kann ich diese Angst dann auch mit der Angst verbinden, die der Charakter hat. Ja. Ich habe ja auch diesen Puffbesitzer in der Kanzlei gespielt und dachte, Puffbesitzer, der ist hart, cool, der macht alle fertig, er hat seine Typen, die ihn schützen und ihn seine Befehle ausrichten und ausüben und so und der hat alles im Griff. Das ist das Erste, was mir im Kopf geht. Und dann dachte ich, oh Gott, ich habe ja ein bisschen Angst, Philipp, oh Gott, kann ich die Rolle und alles? Und das habe ich dann irgendwo, habe dann an dem Charakter gearbeitet und habe dann Sachen gefunden, wo er auf jeden Fall vielleicht Mangel an Selbstbewusst oder ne, Selbstwert, Probleme, Angst und so. Und so kann man das verbinden. Und da bin ich irgendwo dran am Arbeiten. Es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie eine Lösung ist für meine Angst. Aber wie ich auch vorher gesagt habe, die Angst wird immer da sein. Ich habe ja jahrelang versucht, die Angst wegzukriegen. Die wird dann größer, die geht nicht weg. Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Wenn man die Angst versucht zu bekämpfen, dann wird sie mehr. Mhm. Und das finde ich aber total spannend, was du sagst, denn dass jede Rolle im Grunde, ich meine, wir alle haben Ängste und genauso hat jede Rolle irgendwelche Ängste. Und
Ich glaube, das macht ja dann aber diese Rolle auch vielschichtiger, also so wie du sie spielst. Das ist genau das. Ja. Genau das. Also ja, es cool. funktioniert ja auf ja. allen Ebenen. Tiefere Arbeit und Angst wird dann so verwandelt. Was würdest du sagen, hat das Theaterspielen dir dann gebracht fürs Drehen? Also ich würde sagen Timing. Ich würde sagen, Timing hat mir das gebracht. Oder ich konnte wenigstens rausfinden, dass ich Timing habe. Und auf der Bühne, das ist ja so ein Zusammenspiel. Und wenn der Kollege dir was gibt, der kriegt das ja von den ganzen Kollegen vorher in den ganzen Szenen. Und du kriegst es und du nimmst es, du bist dann in den Sog drin und du nimmst es. Das ist super eigentlich. Nimmst es, wenn es dir gibt, dann nimmst du es und du machst deine Sache und du gibst es dann zurück, weg und du hoffst, dass der nächste Typ nächste Person das aufnimmt und dann kommt es zurück und das ist schon aufregend. Das ist ja beim Fußballspielen auch so oder beim Sport oder weiß ich nicht was oder bei Orchester oder alles. Ja, das ja. Timing, glaube ich. Ja. Weil im Film ist ja Timing bisschen schwieriger in dem Sinne, weil das alles so abgehackt ist, ne? Und man muss so ein Medium Shot und so ein Wide Shot und dann Close-ups und alles. Aber man muss das Timing irgendwie so, dieses Ball hin und her spielen, muss man immer auch weiterführen, auch wenn die Kameras jetzt nicht drehen, finde ich. Ja, ja. Total. Ja. Und wann hast du dann deine ersten Filmrollen gehabt? Das war in New York. Da hatte ich ein paar Cars. Ich hatte irgendwie, ich habe da eine Agentin kennengelernt. Meine Amerikaner sind schon krass, wie sie sich da so raus pushen, ne? Und habe das natürlich ein bisschen mitgekriegt. Meine Frau ist natürlich Amerikanerin und auch Schauspielerin und so. Und da habe ich schon ein bisschen gepusht oder versucht. Und da habe ich irgendwie eine Agentin bekommen. Und sie hat mich dann zu mehreren Castings geschickt. Auch viel Angst und war schon interessant, was ich da für Castings gemacht habe. Auch in L.A. Ich meine, ich war schon bei guten Castings. Und da war eine Soap. Da habe ich eine Soap erstmal mitgemacht. Und da habe ich dann einen Job bekommen, was natürlich Phänomen ist. Ja. Ne? Toll, der erste Job. Phänomenal. Da spielte ich so einen Killer und so. 6 Folgen oder 4 Folgen. Und das hieß As the World Turns, gibt es nicht mehr, aber das war sehr berühmt, sehr lange. Ich habe auch auf Guiding Light ein bisschen was gemacht, also richtige Soaps. Und dann hat sie mich zu, und dann hat gerade HBO gestartet und die waren ja in Queens. Ich wohnte in Manhattan und in Queens und da gab es natürlich viele Castings für Sopranos und 6 Feet Under und Sex in the City. Und Sopranos, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, da habe ich nie ein Casting für bekommen, aber das kann ich irgendwie verstehen. Ne? Aber dann für Sex and City habe ich ein Casting bekommen. Ein Satz, es war ein Barmann, ein Bartyp und der hatte einen Satz und bin dahin. Das super war, ich lerne auch, bin auch sehr langsam beim Textlernen, wobei in Amerika, jetzt bei E-Castings hat sich das geändert, aber damals musste man den Text nicht wissen. Man musste schon es gut können, aber man hatte immer den Blatt in der Hand. Okay. Das war schon bis vor ein paar Jahren war das noch üblich. Und das war auch eine Technik in sich selbst. Ja. Cold Reading ist das eigentlich nicht, aber just Reading. Und, aber es war ein Satz, den kann man ja auswendig lernen. Und dann ging es zum Casting, da weiß ich noch, da war ich im Vorzimmer und merkte, dass keiner ihre Blätter bei sich hat. Und dann dachte ich, shit, die sind alle für diese Rolle. Weil manchmal geht man zu Casting, das sind für verschiedene Rollen. Ja, dann bin ich ins Casting rein und typisch amerikanisch, super eigentlich. Ich meine, da waren wenigstens 15 Leute da drin, Caster, Regisseur, Produzenten, vielleicht ein paar Freunde, keine Ahnung. Aber die nehmen das so ernst. Und dann sagten die irgendwelche Fragen. Ich sage, nee, ist mir eigentlich ziemlich klar, was da los ist. Okay, cool, los. Dann sage ich den Satz und dann, super, Dankeschön, tschüss. Und bin dann gegangen. Und ja, und dann habe ich die Rolle bekommen. Das war mein erster Job eigentlich, bei Sex and City Einsatz. Ja. Aber ich wurde dann richtig toll. Es gibt ja eine Gewerkschaft da wurde man richtig voll, richtig. Einsatz war schon eine große Sache. Mhm. Das war cool. Und wann hast du dann angefangen, auch in Deutschland zu drehen? Also danach habe ich noch einen Film gemacht, der wirklich so Kultfilm in Amerika wurde. Der hieß Super Troopers. Mhm. Ganz großer Kultfilm. Und danach, typisch meine Frau, typisch amerikanisch, da sollte so ein SAG-Strike, also Screen Actors Guild Strike werden. Und sie sagte zu mir, du arbeitest jetzt und es läuft jetzt. Ich so, was? Ich habe 2 Sachen hier gemacht. Also, doch, Momentum und du musst jetzt. Und ich so, was soll ich machen?
ja, hier gibt es vielleicht einen Strike und du wirst nicht arbeiten können, geh doch nach Deutschland. Und ich so, nach Deutschland? Ja. Ja, da war ich lange nicht mehr, was soll ich denn da machen? Such dir einen Job, du bist ja Schauspieler und du kannst ja auch Deutsch. Ich so, ey, ich muss nach Deutschland? Ja. Ich so, oh Gott. Und dann, ich wusste nichts aus Deutschland, dann bin ich zum Blockbuster Video gegangen, habe mir Videos rausgeholt, deutsche Videos, und habe mir alle die Schauspieler hinten aufgeschrieben und habe dann im Netz, gerade war Internet jetzt, das war 2000, habe mir alle Schauspieler, die irgendwie cool waren oder die gut fand, habe nachgeguckt da im Netz, in welche Agenturen sie waren. Mhm. Und dann habe ich die ganzen Agenturen angeschrieben und komischerweise... Ja, und habe gesagt, ich komme jetzt nach Deutschland. Ich habe jetzt gerade Sex in the City und Super Troopers hinter mir. Typisch amerikanisch, ne? Meine Frau sagt ja immer, you are your own reputation. Ja. Und ich so, es läuft super und ich bin jetzt zufällig in Deutschland, ich bin zufällig in München. Haben Sie an dem Tag, mich zu treffen? Da habe ich so eine Tour, bin ich nach Amsterdam, habe das Auto von meiner Mutter geschnappt und bin nach Köln, Hamburg, München und Berlin gefahren und habe mehrere Agenturen und Caster kennengelernt. Und das war irgendwie Anfang 2000, glaube ich, und dann bin ich nach Hause und dann sagte meine Frau, Berlinale kommt jetzt. Ich so, Berlinale? Yes, Berlin Film Festival. Oh yes, good. You should go. Und ich so, really? You have to go? Jesus Christ. To go to the Berlin Film? Ja, geh. Dann bin ich zur Berlinale alleine. Also alleine gehe ich einfach nicht gerne, ne? Bin alleine zur Berlinale und da habe ich wirklich Glück gehabt. Und das passiert, wenn man so Sachen rausschickt ins Universum. Und da stand ich zweimal am richtigen Ort mit den richtigen Leuten und habe zwei Jobs bekommen gleichzeitig. Wow. Und das eine war in Hamburg und das andere war in Wien. Und bin dann 2001 bin ich nach Deutschland und habe 6 Monate gedreht und bin von Hamburg, Wien geflogen, Wien, Hamburg, und habe diese zwei Jobs gemacht. Eine war eine Serie, Hauptrolle in der Serie, und die andere war so ein Dreiteiler mit Maximilian Schell. Also total Glück gehabt, total. Ich mag deine Frau. Es sind jetzt schon zwei Geschichten, wo du erzählt hast, dass du dich so reingepusht hast. Ja, sie war das. Okay, und seitdem drehst du dann hast du in Deutschland und in Amerika gedreht oder bist du... Ja, dann sind wir nach 9-11... Also 11. September, meine Frau war in New York und sie sagte, lass uns nach L.A. Sind wir nach L.A. gezogen. Vorher war Deutschland und New York drehen irgendwie, aber mehr in Deutschland auf jeden Fall. Mhm. Und dann sind wir nach L.A. und dann war L.A. Deutschland. Aber es ist schwer irgendwie es läuft am besten, wo du bist. Ja. Und das war irgendwie schwer. Manchmal dachte ich, ich bin jetzt irgendwie mitten im Atlantik, da bin ich. So irgendwo nicht da und nicht hier. Mhm. Und es war schwierig. Was würdest du sagen, waren für dich deine wichtigsten Schritte in deiner Karriere, die dich am meisten weitergebracht haben? Wie meinst du? Also vielleicht Projekte für bestimmte Filme oder die Arbeit mit bestimmten Regisseuren oder... Also ich denke immer, ich stehe immer gleich an derselben Stelle und versuche da irgendwie Jobs zu bekommen und... Aber auf jeden Fall diese eine Sache, wo ich da auf der Berlinale da war und habe diese zwei Jobs bekommen. Ich meine, das war schon eine große Sache. Und dann in L.A., ich meine, ich glaube, es kommt individuell auf diese Projekte an. Zum Beispiel, ich habe eine Folge von Mad Men gemacht und das war für mich schon eine große Sache. Mhm. Nicht nur wegen Mad Men, aber auch drehen und da auf dem Set und wie das so vor sich ging und so. Ja, es sind so individuelle Projekte. Es gab hier ein Projekt, ich habe gerade... Die Kanzlei gedreht, das war schon was Besonderes für mich. Und ich habe jetzt auch gerade jetzt was gebucht, was super ist. Das heißt Little America und das ist so ein 6-Teiler und mit echt tollen Kollegen. Und das ist auch, muss ich sagen, eine große Sache. Mhm. Also hier und da mehr individuell so auf Projekte spezifisch. Ja. Wobei wir haben jetzt 2012 haben wir eine Produktionsfirma aufgemacht und wollten ein paar unser eigenes Zeug irgendwie kreieren. Und meine Frau hat einen Kurzfilm geschrieben und das haben wir hier auch gedreht. Mhm. Und das war auch eine große Sache für uns, weil es gewann dann unheimlich viele Festivals und landete auf der Kurzliste von den Oscars 2017. Mhm. Das war eine coole Sache. Ja. Also hier und da, ja, schon. Ja. Hattest du mal irgendwelche Leerlaufphasen, wo gar nichts war?
Ja, ich glaube, jeder Schauspieler kann dir genau sofort den, das Jahr 2016, oh mein Gott, ich glaube, ich habe da 2 Kurzfilme gemacht und habe vielleicht insgesamt verdient 130 Euro, ganzen Jahr, war super, ja. Also da war ein Leerlauf, die sind hart, die Leerläufe, echt hart. Was hat es mit dir gemacht? Also ich war nicht unbedingt so glücklich so die ganze Zeit. Und dann da ist ja auch die Sache mit den Kollegen und so, ne? Und dann trifft man andere Kollegen, die viel arbeiten und man freut sich ja für die, aber es gibt dann immer so ein bisschen so ein Residue. Zeugs, das hinterbleibt, wo man denkt, ach, Gott, kann ich die ganzen Fragen, bin ich eigentlich ein guter Schauspieler? Kann ich eigentlich schauspielern? Vielleicht bin ich total schlecht, die Sache, ob man gut genug ist. Man will ja gut sein. Ja, ja. Also das ist irgendwie, ich meine, in Amerika finde ich, geht es schwer, aber in Amerika gehen ja Schauspieler zweimal in der Woche ja immer zu Unterricht. Das gibt es ja hier nicht so richtig in Deutschland. Oder ich kenne das nicht so. Vielleicht ein bisschen mehr jetzt, was toll ist. Und das hält einen über Wasser ein bisschen. Ja. Aber das ist schon hart, wenn man keine Arbeit bekommt. Gehst du zum Schauspieltraining? Also ich gehe hier zu jemandem, Jens Roth, Coaching, also für mich ist er super. Ich habe einmal bei ihm einen Workshop gemacht, das war noch bevor ich auf die Schauspielschule gegangen bin in Berlin. Ja. Dieses Source Tuning? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ja, es heißt Source Tuning. Kann sein, ja. Ist aber schon 15 Jahre her. Oh ja, echt? Ja, ja. Aber cool. Ja. Ja, schon ein toller Mann, sehr talentiert. Und also für mich ist es... Ich war bei vielen Coaches, da auch in Amerika und so, und für ihn, für meine Zeit jetzt, ist der also perfekt eigentlich. Ja. Okay, du hast ja jetzt in Deutschland und Amerika gedreht und was würdest du sagen, oder gibt es Unterschiede zwischen deutschen und amerikanischen Schauspielern im Mindset? Und was können sich die Deutschen vielleicht von den amerikanischen abschauen? Oder also andersrum? Ich habe den schlechtesten Mindset eigentlich, aber... Ich kenne den Mindset von den deutschen Schauspielern nicht so richtig. Sie sind immer sehr, sehr gut vorbereitet, sehr professionell, scheinen sehr selbstbewusst zu sein. Aber es scheint irgendwie, es kommt auf individuell auf den Schauspieler an, aber in Amerika ist es mehr so ein Job. Da hat man die Gewerkschaft hinter sich, ne? Man hat einen Agenten, seinen Manager und wenn man zum Set kommt, hat man immer einen Wagen, immer eigene Toilette. Das ist ja alles in dem Vertrag von SAG. Das ist mehr so ein Job. Und weil am Set so viele Leute da sind, weil es so schnell gehen muss wie möglich, und wenn es nicht funktioniert, dann weiß man genau, an welcher Stelle es nicht funktioniert. Dann kann man den ersetzen, den Typen oder die Person, die irgendwie das nicht bringt. Im Crew oder auch Schauspielerei, wie oft ich da gedreht habe und am zweiten oder dritten Drehtag ankam und sagte, hey, wo ist Fred, der Aufnahmeleiter? Ja, ist Feuer. Es gibt 9. Was? Und da lernt man nicht so viele Leute da kennen, weil es sind so viele Leute. Ja. Und da gibt es nicht so eine Gruppendynamik richtig. Vielleicht, wenn man da eine Hauptrolle hat, auf jeden Fall. Aber wenn man so einen Dayplayer oder 2 oder 3 Tage und mit den Schauspielern, die sind meistens in ihren Waggons und warten dann, bis die dann aufgerufen werden, dann zum Set zu kommen oder werden da hingefahren. In Deutschland sind viel kleinere Crews, also die Schauspieler unterhalten sich vielleicht mehr untereinander. Also das ist alles mit Dayplays oder 3 Tage, 4 Tage. Natürlich, wenn man da 4 Wochen oder 2 Monate dreht, dann ist das vielleicht wahrscheinlich anders. Aber hier in Deutschland, ich habe das Gefühl, dass, also ich weiß es nicht, weil ich habe ja nicht in Amerika gedreht oder so, aber dass die amerikanischen Schauspieler irgendwie in gewisser Weise ein bisschen mehr Leichtigkeit haben, weil die Deutschen das immer alles sehr ernst nehmen. Ja. Ja, ich glaube schon, dass sie es leichter, aber die können sich das auch. Es ist auch einfacher für denen, das einfacher, leichter zu nehmen, weil, wenn wir zum Mindset kommen. Ich meine, ich verstehe es immer noch nicht, wenn Schauspieler aus kleinen Kaffs in Amerika, Missouri oder Iowa oder Utah oder weiß nicht, wo sie herkommen, kommen nach L.A. oder nach New York und waren noch nie in so einer großen Stadt und haben den Selbstbewusstsein irgendwie cool, da irgendwo da mitzumischen. Also ich habe ja in London gewohnt und New York und aber die kommen vom Lande und vom Mindset sind sie, ich meine, vom Mindset sind sie sowieso immer nur ja, ja. Ich habe das gemerkt, als wir den Kurzfilm gemacht haben, hier gedreht haben, da habe ich immer gefragt, kann mir das machen? Nein.
Also für mich war gut, dass ich aus Amerika kam oder es kenne, weil ich sagte, wenn jemand zu mir Nein sagt, dann denke ich erst recht ja. Ja. Aber da kam meistens immer Nein. Nee, das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ah, das wird schwierig. Und die Amerikaner haben das überhaupt nicht. Ja, 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 den ganzen Weg. Ist immer möglich. Und wenn du erzählst von der Kollegin oder von so tollen Frau, die mit 42 da angefangen hat, ja, in Amerika auch. Hm. Fuck it. Hm. Klar. Ja, die sagen, klar, es ist Ages da und Frauen ab 40 oder 50, es wird schwierig und so. Das kann sein, aber das ist ja nur allgemein. Ja. Bei denen ist, da gibt es keine Regeln. Bei den Amerikanern gibt es keine Regeln, aber es können auch keine Regeln geben. Weil es gibt ja kein Netz für den. Mhm. Und deswegen sind sie auch so professionell oder gehen, es ist so wie ein Job, weil es ist natürlich ein Passion, aber auch ein Job, weil es, die Konkurrenz ist hier auch stark, aber die Konkurrenz ist da sehr, sehr, auf einem sehr hohen Niveau. Alle. Mhm. Alle. In L.A. und New York, alle sind auf einem hohen Niveau. Es ist nicht so, dass 20 hohen Niveau sind und dann 10 vielleicht ein bisschen drunter. Nein, alle, insgesamt alle, die da beim Casting ankommen, die sind alle. Du merkst es sofort, wenn du da im Zimmer sitzt. Du weißt, oh Gott, alle wollen diesen Job. Das finde ich spannend, was du gesagt hast. Also dieses in Deutschland, nein, es geht nicht. Und in Amerika, ja, 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 weil... Das ist halt auch das, was ich so mitkriege, dass, weil dieses Nein ist ja eher so ein, eigentlich eine Ausrede, warum etwas nicht geht. Wie zum Beispiel die eine Schauspielerin, die mit 42 angefangen hat, die hatte diese Ausrede nicht, dass irgendein Caster, oder wer sagt das, dass man mit Anfang 40 nicht mehr anfangen kann? Das ist etwas, was alle sagen, dass es so ist, aber das muss ja nicht für jeden so sein. Total, aber ich frage mich ja, woher es kommt. Ich kenne niemanden, der, wo ich sagen würde, ja, der Typ hat mir immer, oder diese Person hat mir immer gesagt, nein. Ich glaube, das ist einfach vom Grundsatz so. Wenn man hier, oder, ich meine, England ist eigentlich auch ein bisschen angesagt, sind einfach ein bisschen mehr ja, so. Aber ich glaube nicht, dass es irgendjemand, ich glaube, das ist irgendwie gesellschaftlich oder wie man, ja, das ist irgendwie auch. Von früher oder weiß ich nicht, Generation, ich weiß es nicht, aber es ist alles so ein bisschen. Ich meine, man hört es halt schon auch immer wieder mal im Casting, dass irgendein Caster das mal zu jemandem gesagt hat oder so, aber es gibt halt immer Gegenbeispiele und diese negativen Dinge, die tragen sich halt auch so weiter, dass dann auf einmal alle sagen, ja, mit Anfang 40 schafft man es nicht mehr oder ich habe zu wenig Erfahrung und deswegen schaffe ich das jetzt nicht mehr. Aber das sagt ja keiner und es gibt genug andere, die es auch anders gemacht haben und geschafft haben und... Ja, ich glaube, das würde ich mir, glaube ich, in Deutschland ein bisschen mehr wünschen, dass die Leute halt nicht sagen, ja, deshalb und deshalb und deshalb geht's nicht, sondern dass die Leute sagen, okay, und ich finde einen Weg, wie es funktioniert. Ich glaube, du hast recht. Ja. Weil, ich meine, ich kenne unheimlich viele Geschichten, auch Amerikaner, wo Leute gesagt haben, wer die auch immer, nein. Und für Amerikaner ist das dann erst recht, okay. Das ist bei denen, und bei mir ist das eigentlich auch so, mehr vielleicht bei den Europäern oder so, wenn jemand mir was sagt, das hängt bei mir leider. Mhm. Aber in Amerika gibt es ja auch, ich meine, Dustin Hoffman, wie oft er es gehört bekommen, dass er nicht schauspielern kann, dass er einen anderen Beruf sich suchen sollte. Ich meine, am Ende des Tages, und das ist, machst du so gut in deinem Podcast, ist, und das fragen sich auch die Amerikaner, es lohnt sich nicht, diesen Job zu machen, wenn man nicht weiß, warum man es macht, oder es muss wirklich um alles gehen eigentlich. Es muss schon the passion, ja. Es muss schon was sein. Ja. Deswegen am Anfang, als ich sagte, ich wollte nur cool sein und so, stimmte eigentlich. Aber da, jetzt merke ich gerade mit dir am Reden, es ist ja eigentlich egal, was es ist. Es kann ja auch so was Oberflächliches sein, ja, wie ja. Sowas. Ja. Und das hat sich ja auch dann in irgendwas dann manifestiert, was anderes. Ja. Aber es ist egal, was es ist. Aber irgendwas muss man haben und man muss sich natürlich das trauen und sich selber trauen. Und ja, und dann kann man dann über diese Hürden weg, weil es gibt tausende von Hürden in dieser Branche. Ja, tausende. Ja. Die eigenen Total. Sachen, die so Jobs, Menschen, alles. Ja, hast du, weil du gerade auch von Dustin Hoffman gesprochen hast, ich weiß es nicht, ob das einer deiner Vorbilder ist, aber hast du Vorbilder oder ja. Gibt es Schauspieler, von denen du dich inspirieren lassen ja. hast? Ja, ich meine, wie ich vorher gesagt habe, Marlon Brando. Ich meine, ich kenne seine Filme, alle Bewegungen, alles, was er so macht. Das ist echt verrückt. Und dann vielleicht auch in derselben Zeit, also Brando für mich ist ja, schon was Spezielles, aber dann Montgomery Clift, finde ich auch sehr gut. Und dann
Also Viggo Mortensen ist auch super. Also mehr so, ja, Dustin Hoffman, so bestimmte Filme und so. Aber der Brando für mich hat das, er war ja so ein Techniker. Er ist, man sagt ja immer The Method, und er ist emotional und lernt den Text nicht oder weiß den Text, aber irgendwie nicht so ein Techniker wie die Engländer, wie Laurence Olivier, aber er war ein totaler Techniker. Aber er konnte sich einfach, das war ein totaler Künstler. Also er hat den Form des Schauspielerns und des Filmschauspielerns wirklich auf einen ganz anderen Level gebracht. Mhm. Er ist schon super. Also ich würde dem jeden Schauspielern raten, den Brando mal sich anzugucken. Aber wirklich anzugucken, ja, was er so macht. Und auch wie er mit so Props und mit Gegenständen spielt und so. Und meistens um was zu reveal. Also um etwas zu enthüllen? Oder enthüllen, ja. Perfekt, ja. Und ja. Enthüllen. Er enthüllt die ganze Zeit und mit dir gemeinsam. Wow. Auch wenn man Brando guckt, ist es auch so, dass der Brando dir auch ein bisschen hier und da zuzwinkert. Stimmt, das hatte ich mal, das Thema, in irgendeinem Schauspielworkshop. Oh ja? Ja, wurde so ein Ausschnitt gezeigt und daran erinnere ich mich gerade, ja. Ja, so ein super Film ist zum Beispiel Mutiny on the Bounty. Also wenn man ihn sieht am Anfang, da kann man nur denken, der überspielt es oder er ist zu groß, man glaubt ihm nicht, er ist unauthentisch als englischer Fop, aber er spielt eigentlich alle Fops auf der Welt, die sich so alles verstecken und hallo und das spielt er. Und nachher, wenn man ihm mal richtig einen dritten Arsch gibt, dann zeigt er wirklich, wer er ist. Und das mag er nicht. Und spielt das und muss sich mit seinen Dämonen sich auseinandersetzen. Er würde lieber noch den Fop spielen. Aber leider auf dem Schiff ist der Bly da, dieser Kommandant, der ist ein Arsch. Und da gibt es eine Meuterei. Und er ist nicht bei der Meuterei dabei. Er will nicht. Er möchte den Fop weiterspielen. Ist doch einfach. Immer Witze zu reißen, Frauen zu haben. Und das ist nicht im Buch so. Aber das hat er so gespielt. Und wenn man die erste ihn als Fop sieht, kann ich verstehen. Nach 20 Minuten denkt man, ey, das muss ich ausschalten. Der ist so ätzend, der Typ. Aber wenn man den ganzen Film sieht, dann merkt man, ah ja. Und ich bin ja auch ein Fop. Ich laufe ja auch immer rum. Hey, Philipp, hey, how are, wie geht's? Und alles gut? Ja, ein paar Witze. Ich mache ja gerne Witze und so. Und ein bisschen charmant und so, ne? Zu tun, als ob, ja, mache ich sehr viel. Und die Tage, wo ich mich nicht so toll fühle, bleibe ich zu Hause. Ja. Also so ist er, so ist er. Ja. Und in jedem Film ist da was zu Apocalypse Now oder On the Waterfront oder The Godfather oder Streetcar Named Desire oder The Wild One, The Man, da kann man tausende von Dingern bringen. Und deswegen ist es schwer für mich, irgendjemand anderen, ja, Johnny Depp ist ja, ich wäre froh, wenn ich so spielen könnte wie Johnny Depp oder so. Johnny Depp ist auch toll, und aber also wenn man Brando meiner Meinung nach entdeckt hat oder ich Brando für mich selber entdeckt habe, dann schwer. Ich meine, De Niro ist auch super, aber in einer bestimmten Sparte. Ich meine, vielleicht der Nächste, der an Brando drankommt, ist der Pacino. Also vielleicht Brando, Cliff und Al Pacino und den Mortensen. Tolle Schauspieler. Spannend, ja. Ja. Du hast ja gesagt, dass du viele Bücher gelesen hast und liest. Gab es so ein Buch, was dich auf Schauspiel bezogen besonders weitergebracht hat oder inspiriert hat oder so? Wo du vielleicht auch sagen würdest, das sollte jeder Schauspieler lesen? Ja, es gibt so ein Buch, das heißt die Six Lessons in Acting, glaube ich, bei Boleslawski. Ich weiß den Namen nicht so. Aber es geht, ist so eine Geschichte zwischen einem Lehrer, es sind Six Lessons, und das sind so eine Geschichte zwischen Lehrer und Creature. Also Creature, was ist das auf Deutsch? So eine Kreatur. Und wie der Lehrer den Kreatur irgendwas beibricht. Fantasiefigur oder? Nee, eigentlich nicht. Das ist so eine Figur, a Creature is, wir sind Creatures. Also das ist irgendwie so ein... So eine Person oder sowas, ja. Das heißt Six Lessons bei Boleslawski, heißt das, glaube ich. Das ist echt ein tolles Buch. Und dann würde ich sagen Respect for Acting bei Uta Hagen. Das ist ein gutes Buch. Von Uta Hagen? Ja, sie hat zwei geschrieben, aber dieses Respect for Acting ist vielleicht das bekannteste. Ich meine, ich würde Technik oder Sanford Meisner, dieses berühmte Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie es hier heißt. Und dann Uta Hagen würde ich dieses eine... Auch Michael Chekhov ist auch... Ich würde alle Techniken mal angucken. Mhm. Und da merkt man, dass sie doch sehr viel gemeinsam haben, aber auch so auch von anderen Seiten dran gehen. Ne? Für mich war weißt du welche? Ja, also ich hab früher gelesen
Tschechow habe ich auch angefangen zu lesen, ja. Und es war für mich aber damals total schwierig zu lesen. Also ich habe es irgendwie verstanden, aber für mich war das immer so, ich musste die Technik dann auch ausprobieren, weil zum Beispiel für mich war dann irgendwann die Technik Meisner. Mhm. Das war es, wo ich gemerkt habe, okay, das hilft mir wirklich was. Mhm. Und da war ich auch total glücklich damit. Aber ich habe zum Beispiel auch Stella Adler, glaube ich, mal gelesen. Ja, das Technik. Stella Adler, genau. Genau, und viele fand ich irgendwie interessant. Also ich konnte Stella Adler, finde ich, konnte ich zum Beispiel ganz gut lesen. Oder noch so ein anderes, Gott, das habe ich auch zu Hause, wie heißt das nochmal? The Power of Now. Ja. Von. Ich glaube, es ist The Power of Acting. Kann sein. Bei dieser Chip. Ich suche das hinterher raus. Ja, aber haben dich die Bücher dann auch, indem du es gelesen hast, für deine Schauspielerei weitergebracht? Oder musstest du das dann auch irgendwo zum Beispiel im Training ausprobieren? 100%. Ja, ne? Ich glaube, am besten so reinschnuppern, aber dann, das sind so Bücher, die kann man nicht von, ich habe schon welche, glaube ich, von erster Seite bis zur letzten, aber ob ich das alles so richtig mit verstanden habe. Aber ich glaube, also studieren und das dann als Referenzbuch zu haben. Mhm. Aber weißt du, was ein super Buch ist? Sehr technisch, aber ist Michael Caine on Film, on Acting. Okay. Das ist ein super Buch. Also das ist wirklich Filmschauspielerei. Mhm. Und das ist ja auch dieses berühmte, es gab ja erstmal so eine, also 8 Folgen Michael Caine on Acting im englischen Fernsehen, und das war so ein Erfolg, hat er noch ein Buch, noch dann Zusammenfassung, und da hat er ja dieses berühmte Don't Blink. Also der guckt in die Kamera und sagt Text und sagt, okay, jetzt werde ich, wie heißt es, Blink? Blinzeln. Jetzt werde ich blinzeln. Ja. Und ich mache einmal mit Blinzeln und einmal ohne. Und ohne ist natürlich 1000-mal besser. Ne? Und dann ging natürlich durch ganz England oder weiß nicht, den ganzen Schauspieler, Don't Blink. Aber es ist echt interessant, was er für Tipps gibt und so. Mhm. Und weißt du, er ist ja auch immer abends, wenn er morgens dreht, abends im Hotelzimmer, dann macht er die ganzen Furniture und Möbel, alles so, wie er es denkt, wie das am Set sein wird, und übt. Und er sagt auch, man muss den Text so gut können, dass wenn man aufgewacht wird, hey Michael, aufgewacht, und einen Text gibt, irgendein Cue, irgendwas in der Szene, dass er sofort dann den Text geben kann. Ja. Aber es ist ein gutes Buch. Das klingt gut. Ich glaube, das muss ich mir auch mal durchlesen. Ja, ja, ja. It's very famous. It's very famous. Ja. Also well known in the English-speaking world. Yeah. Ja. Gibt es irgendeine bestimmte Rolle, die du mal gerne spielen möchtest? Ja, ich würde gerne einen Detektiven spielen. Oh, cool. Ja, habe ich noch nie gespielt. Das passt. Also oder einen Polizisten oder so. Ich bin aufgewachsen mit Detektivfilmen und mit Kriegsfilmen eigentlich. So Detektiven würde ich gerne spielen. Sehr gerne. So Mystery und so. Das wäre cool. Ich drücke die Daumen. Ja, ich hoffe. Ich glaube, es wird noch kommen. Ich glaube auch. Ich möchte dich als Detektiv sehen. Ja, ich glaube schon, ja. Und dann, ich meine, für mich, meine Stärke ist auf jeden Fall Comedy. Also, also wenn ein Detektiv ist, der auch ein bisschen Slapstick und ein bisschen rumfummelt und es irgendwie nicht hinkriegt und so, aber dann am Ende doch den Killer findet, noch besser vielleicht. Ja. Cool. Was sind aktuell so Projekte, die entweder was du vielleicht jetzt demnächst drehst oder was vielleicht demnächst zu sehen ist? Ja, ich hatte gerade gesagt, die Kanzlei habe ich da ein paar Folgen mitgemacht. Das war super. Da habe ich so einen Puffbesitzer gespielt. Was ganz anderes. Mhm. Echt toll. Da hat man mir echt so eine Möglichkeit gegeben. Und Opportunity. Das war toll. Mhm. Das war toll. Und dann habe ich ich wollte eigentlich sagen, als du mich fragtest, was ich gerne spielen würde, Detektiven, aber auch irgendwie Soldaten oder sowas. Ich bin jetzt leider ein bisschen zu alt, 55, aber ich spiele einen Soldaten, ja, in so einer Serie, so eine Miniserie, 6 Folgen, und ich spiele einen amerikanischen Colonel auf so einer amerikanischen Basis in der Pfalz 1950. Also alles, was ich eigentlich haben wollte, was ich gerne gespielt hätte eigentlich. Ja. Und das ist passiert. Jetzt am Anfang des Jahres habe ich die Möglichkeit gehabt, da zum Casting zu gehen und habe dann die Rolle bekommen. Und dann kam Corona, aber es ist okay. Ist okay. Ist okay. War schon toll, dass ich das irgendwie bekommen habe. Also das war auch für mich so ein bestimmter, ich bin sicher, in 10 Jahren werde ich zurückgucken und sagen, das war ein super Moment für mich. Sowas zu spielen. Alles in Uniform und
Pistole. Aber das, ja. Ihr habt es zu Ende gedreht? Nee, wir haben angefangen zu drehen. Es wird aber noch zu Ende gedreht. Wir fangen jetzt wieder am 15. August, Juli an. Mit einem tollen Regisseur. Ich meine, alles. Tolle Produktionsfirma, tolle Kollegen und schon eine Herausforderung. Aber als ich so Leute erzählt habe, dass ich es bekommen habe, Leute, die mich so lange kennen, haben gesagt, ja, das bist du, das bist du. Ne? Ja. Produzierst du auch selber noch? Ja, also wir haben ja 4 Kurzfilme jetzt produziert und also ich habe die alle selber produziert, das ist schon was. Deswegen, es ist schon toll, sowas mitzukriegen. Weil wenn ich jetzt am Set komme und sehe da irgendwas, weiß nicht, einen Steiger oder irgendwie auch die Props und die Gegenstände, dann denke ich sofort, wow, Wahnsinn, wie die das gemacht haben. Mhm. Weil ich weiß, was dahinter steckt. Was da für eine Organisation und alles. Und als Schauspieler, wenn man das nicht richtig weiß, früher bin ich einfach auf dem Set und habe da alles angeguckt und so, gut. Ja. Das war so wie selbstverständlich. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal produzieren möchte. Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Mhm. Aber so, meine Frau schreibt jetzt mehr und sie hat auch so einen Langfilm und so kreativ produzieren, also in dem Sinne Buchbehandlung oder an Büchern arbeiten und so, ja, das macht mir Spaß und das mache ich. Ja. Aber auch ein paar Drehbücher selber und versuche auch, habe jetzt auch eine Miniserie selber, die ich jetzt an Netflix versuche irgendwie ranzukommen und so. Mhm. Also die Sachen laufen schon bei mir, ja. Cool. Ja, cool. Vielen Dank. Hey, vielen Dank. Ja, gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht nicht gefragt habe, was du den Leuten noch mitgeben möchtest? Nee, ich fand die Fragen super. Die letzten Fragen haben mich echt inspiriert. Also ich rede gerne über Schauspielerei und aber nein, was ich sagen will, also die Zuschauer, die zuhören, ich bin ja auch einer von denen eigentlich. Ich meine, ich habe das Glück jetzt oder die Möglichkeit, mit dir darüber zu reden, aber ich finde dieses Podcast, ja, ich meine, essentiell. Dankeschön. Ja, ist toll, ja, auf jeden Fall, was du uns gibst, weil die Sache ist, das war die größte Schwierigkeit für mich. Als ich so Rockstar werden wollte, wollte ich eigentlich, ich habe 4 Brüder, die haben ja im Garten im Krieg gespielt und alles drum und dran. Ich war in 3 verschiedenen Internaten und war immer mit Leuten umgeben. Und als Rockstar wollte ich so eine Gruppe mit 4 Typen, wäre super. Als Schauspieler bist du eigentlich alleine. Das war für mich immer noch ein bisschen schwierig. Wenn man zu Jobs geht, geht man zum Hotel und dann ins Hotelzimmer, man bereitet sich vor und man lernt die Kollegen eigentlich am Set erstmal kennen. Und die meisten, oder ich meine, Kollegen in Deutschland sind schon toll, tolle Leute. Und, aber trotzdem, man ist meistens alleine. Und deswegen ist so ein Podcast ja perfekt, weil du dann mitkriegst, was andere Leute so da von sich geben. Und und dann gibt es da ein bisschen so ein Community. Ja, ich glaube, also das ist auch mit eines meiner Ziele, dass ich halt möchte, dass die Schauspieler oder ihr Schauspieler euch gegenseitig inspiriert auch und dass andere sehen, okay, so macht es der andere, so hat es der andere geschafft. Und auch, ich meine, alle strugglen mit ähnlichen Dingen wahrscheinlich auch. Und das ist mein Ziel, dass ich möchte, dass die Leute sich gegenseitig inspirieren und weiterkommen. Ich glaube, das wird passieren. Deswegen lese ich so viele Biografien von Schauspielern, weil ich möchte wissen, wie es denen ging. Ja. Aber das ist ja noch akuter, das hier, was du machst. Weil dann kann ich mir das anhören, erstmal was lernen von dir und auch wieder meine Gewohnheiten irgendwie versuchen zu sticheln, zu löchern und zu ändern. Und kann dann auch von anderen Kollegen lernen und hören. Und man weiß ja auch, wie viele Leute zuhören. Ja. Also Community, ja. Also viel dafür. Ich hoffe, mir schon sehr viel geredet. Aber, nee, das war alles total spannend. Und gut. Ich hätte da auch am liebsten noch weiter reingefragt. Aber wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Und ich glaube, da ist ganz viel drin, was die Zuhörerinnen und Zuhörer, cool, wo die Leute was rausziehen können auch. Sehr schön, sehr vielen Dank, dass du und das... Und danke dir. Ja. Dankeschön. Hat mir sehr Spaß gemacht. Mir auch. Alles Gute.
Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Ich finde, Philipp hat das so schön gesagt, dass durch den Podcast eine Community entsteht. Und genau das ist mein Ziel, dass ihr alle da draußen euch gegenseitig inspiriert und in gewisser Weise auch diesen Weg gemeinsam geht. Und genau dazu möchte ich mit diesem Podcast und allem, was ich tue, beitragen. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt und sehr gerne auch deine Gedanken bei Instagram mit mir teilst. Du findest mich dort unter @maikedoehling und ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar unter dem Post zur heutigen Folge hinterlässt oder mir eine Sprachnachricht schickst. Alle weiteren Infos zu mir findest du auch bei Instagram auf meinem Profil und alle Infos zu Philipp findest du in den Shownotes und auch die Bücher, über die er gesprochen hat, habe ich dort für dich notiert. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.